Die Aufgabe mache ich in zwei Videos. Es geht hier um so ein Brett und eine Kugel und ich brauche von dem Brett erstmal, dann stelle ich mir als ebene Form eine Hesse normalen Form, weil sobald ich eine Hesse Form habe, kann ich mit Abständen arbeiten. Also Hesse Form aufstellen. Es ist ein bisschen trickreich. Ich brauche Punkte. Also den Punkt A kann ich ablesen. Ich gehe 1 Meter in x1 Richtung, 0 Meter in x2 Richtung und 1 Meter in x3 Richtung. So. Der Punkt D, den habe ich auch. D, der ist also 0 Meter in x1, 0 in x2 und 1 Meter hoch B. B macht ein Problem, weil ich das hier nicht kenne. Also das x2, das ist, kenne ich nicht. Aber ich kenne hier diese 2,6. Und damit sollte man diesen Pythagoras erahnen, den ich da habe. Also hier ist ein rechter Winkel drin, ja, rechtwinkliges Dreieck, Pythagoras. Und dann habe ich also 1 Quadrat plus eben, nehmen wir es x2, x2 Quadrat gleich 2,6 Quadrat. Und damit ist x2 Koordinate von b ist Wurzel aus 2,6 Quadrat minus 1 Quadrat. Und das ist 2, da kommt was Schönes raus, das ist 2,4. Gibt zufällig eine Zahl. Und dann habe ich mein b. Also mein b ist jetzt 1, ja, 1 in x1 Richtung, dann 2,4 in x2 Richtung und nichts hoch. Und diese Pythagoras-Nebenrechnung brauche ich nicht mehr. Und nun habe ich die Punkte und kann jetzt die Hesse-Form machen. Und zwar komme ich da erst aus der Parameterform. Also ich habe wenn ich die Ebene, das sage ich zwischen Punkt A, also x gleich a plus Lambda u plus μ mal v, nix null, ja, und dann bekomme ich den normalen Vektor über u Kreuz v und mein u, das kann ich jetzt ad, a irgendwas machen. Ich nehme ad und ab. Also AD gleich Spitze minus Fuß 0, 0, 1 minus minus 1, 0, 1 gleich minus 1, 0, 0 ist ja irgendwie logisch. Ich gehe 1 Meter in die negative x1 Richtung. AB ist schräg, der ist ein bisschen interessanter. Der ist 1, 2,40 minus minus minus. 101, 101 ist 0, 2,4 minus 1. Naja, ich gehe von A 2,4 in x2 Richtung und dann 1 Meter runter. So, so, so. Gut. Jetzt mal wieder so ein bisschen hier so aufräumen. Weg, dass man wieder was sieht. Ja, und das ist mein U. So, nach unten gehen. Ich kenne jetzt alles. Also hier habe ich mein U und da ist mein V und jetzt muss ich U Kreuz V rechnen, damit ich meinen normalen Vektor bekomme. N ist normal minus 1, 0, 0 Kreuz 0, 2,4 minus 1 gleich. Ich habe 0 minus 0, 1. Minus 0, also minus 1 und minus 2,4. Okay, das ist mein normaler Vektor. Und für die Hesse, jetzt den Betrag. Gut, also für Hesse brauche ich den Betrag von n. Betrag von n gleich 1 Quadrat plus 2,4 Quadrat Wurzel draus. Kurz rechnen. Jo, hier eine Klammer vergessen, ist 2,6. Jetzt kann ich die Form schon hinschreiben, also meine Ebene ist, das war der normale Vektor, 0 minus 1 durch 2,6 minus 2,4 durch 2,6. So. Das ist der normierte normale Vektor. X minus irgendein Punkt. Aber 0, 0, 1, 0, 0, 1. Völlig egal welcher Punkt, ist gleich 0. Hier ist meine Ebene. Um diese Ebene schreibe ich jetzt auch noch in der Koordinatendarstellung hin. Dann habe ich. Ich mache es mal. Also. Ja, ich schreibe es nochmal ohne also die 1 durch 2,6 nach draußen. So, 1 durch 2,6. Dann habe ich hier 0 minus 1 minus 2,4. Ist ein bisschen schöner. Also 1 durch 2,6, Klammer auf.
0 mal irgendwas ist 0, minus 1 mal, hier ist ja x1, x2, x3, x2 minus 0. Ja. Und jetzt hier die plus minus 2,4 mal x3 minus 1 ist 0. Das ist meine Ebene und noch ein bisschen rumrechnen. 1 durch 2,6 minus x2 minus 2,4 x3 plus 2,4 ist 0. Hier habe ich meine Ebene. Koordinatendarstellung in normalen Form. Ja, und jetzt kann ich dann weiterrechnen. Im nächsten Video versuche ich jetzt also die Kugel da hineinzupassen.